Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Guild Wars 2, die Story, zu einer etwas besondereren Folge als sonst, denn dieses Mal geht es gegen den Kampf gegen einen Altdrachen höchstpersönlich. Ja, wir werden den Storypfad des Verlieses Ara abschließen müssen, wenn wir unsere Geschichte, unsere persönliche Geschichte, die erste zum Abschluss bringen wollen, den ersten Akt sozusagen. Ich glaube, so nennt sich das dann. Ja, wir müssen also eine Verliesinstanz abschließen. Jetzt denkt ihr euch, dafür braucht es doch mehrere Spieler. Ja, war bis vor einiger Zeit auch noch so, dass man das in einer Gruppe abschließen musste. Soll jetzt auch solo gehen? Ich habe das noch nie ausprobiert. Werde das jetzt also das erste Mal tun. Verzeiht mir daher, wenn ich da einige Schwierigkeiten haben werde. Ich bin mir jetzt auch nicht sicher, ob ich das noch in die restlichen zwei Folgen meiner Session hier reinbringen werde oder ob ich sie verlängern muss. Das wird jetzt ganz spannend für mich auch. Ich bin da auch schon etwas aufgeregt. Wie gesagt, ich habe das im Solo-Modus, wenn man das mal so ausdrücken darf, noch nie gemacht. Ich hoffe auch, dass der Verliespfad offen ist. Hier muss nämlich ein gewisses Event abgeschlossen werden, damit das Verlies frei und zugänglich ist. Wenn jetzt das natürlich nicht der Fall ist, muss ich mir kurz eine Alternative überlegen für die Folge. Dann werde ich wahrscheinlich einfach noch ein wenig die Karte erkunden. Aber ich hoffe mal, das ist nicht so weit. Wir begeben uns mal hierher, nachdem wir jetzt letztes Mal schon die Quelle Ors gereinigt haben und Traherne seine wilde Jagd abgeschlossen hat fürs Erste. Müssen wir persönlich noch unsere eigene abschließen und den Altdrachen Seitan besiegen? Und das wollen wir jetzt auch gleich angehen. Oh, bitte, bitte, sei frei, sei frei. Sie ist frei. Sehr schön. Müssen wir also nur noch hochlaufen und dann da die Verliesinstanz betreten? Ja, doch, stimmt schon. Ja, und wie ihr seht, Kate wird auch da sein. Ich glaube, die ganze gesamte Klinge des Schicksals hat sich da wieder vereint. Leider jetzt ohne unser ganzes Zutun. Die anderen Verlies-Story-Instanzen konnte ich leider nicht machen, ja. Da bin ich ja leider nicht dazu gekommen. Wäre natürlich schön gewesen, hätten wir das auch noch vor diesem abschließenden Geschichtsakt 1 auch noch abschließen können. Aber man kann nun mal nicht alles haben. Jetzt können wir wirklich diese Instanz auch in diesem Let's Play hier machen. Es ist schneller gegangen, als ich gedacht hätte. Ja, wir sind relativ schnell zu Seitan gekommen, um ihn zu bezwingen, ihm so nahe zu kommen, dass wir ihm schaden können. Ja, mit dem ganzen Pakt werden wir jetzt gegen ihn ziehen und ihn zu besiegen versuchen. Ja, na bitte, da haben wir ja auch schon den Eingang zur Stadt Ara. Das war ja die Hauptstadt früher in Or. Ja, schön befestigt, vom Pakt eingenommen, mit Sehenswürdigkeit und sogar einer Wegmarke. Ja, super, richtig toll. Jetzt bin ich falsch gelaufen. Wie ist denn das jetzt passiert? Nicht so schlimm. Hier haben wir also die Wegmarke und da vorne ist der Eingang. Habe ich hier sonst noch was ich jetzt vergessen habe? Nein, nein. Wir können einfach die Verliesinstanz betreten. Und jetzt muss ich mal gucken, ob ich da etwas Besonderes einstellen muss. Ja, ich kann hier einfach meine Geschichte fortfahren, statt wirklich ins Verlies einzutreten. Ich denke, das ist der ganze Trick daran. Ich hoffe, es ist der ganze Trick daran. Ja, ich möchte meine Geschichte fortführen und die da heißt Triumph oder Tod. Oh, da haben wir auch schon einen richtig tollen Screenshot oder halt Artwork, wie Seitan gegen ein Paktschiff kämpft. Oh, das kann ja was werden. Ich bin wirklich richtig aufgeregt und oh, da geht es schon los. Da werden die Leute schon von Abscheulichkeiten angegriffen. Wir sollten da mal kurz eingreifen und ein bisschen mithelfen, denke ich mal. Ansonsten ist diese Mission vorbei, bevor sie angefangen hat. Oh, oh. Lasst mich, ihr elenden Viecher. Ich habe euch nichts getan. Hä? Ich dachte, du bist tot. Jetzt aber wirklich. So, schnell um die Ranken rum und rein ins Lager, um den Leuten hier zu helfen, die noch Hilfe brauchen. Ja, der Pakt hat sich hier also schon verschanzt und kämpft gegen die Truppen Seitans, die hier noch übrig geblieben sind. So viele dürfen es inzwischen nicht mehr sein. Ich muss mit Kate sprechen. Die hat uns auch schon des Längeren nicht mehr gesehen. Hallöchen, Kate. Wie geht es dir denn so? Hast du hier ein kleines Wehrnest gefunden, wo du kämpfen kannst? Gut, was sagt sie denn Schönes? Wir haben zwar die meisten Mitglieder der Klinge des Schicksals wieder versammelt, doch ich hätte gehofft, die gesamte Gruppe führen
könnte jetzt hier sein. Ja, in den Verliesinstanzen ist das halt so, ja, das ist jetzt natürlich super. Super, um das vorzulesen, diese andauernden Angriffe hier. Aber die Klinge des Schicksals hat sich in den ganzen Verlies-Story-Instanzen nämlich wieder vereint. Das haben wir jetzt leider nicht mitbekommen. Aber ich werde das so bald als möglich, so gut als möglich nachholen, wenn ich ein paar Spieler finde, die da gerne mitmachen wollen. Hier auch wieder ein Aufruf. Wenn ihr gerne mal mitmachen wollt, mit mir die Verlies-Instanzen durchspielen, nur die Story-Modi, halt mit ganzen Cutscenes und so durchsehen, dann könnt ihr das gerne in den Kommentaren schreiben oder eine PN schreiben, wie ihr wollt, hier auf YouTube oder auch im Spiel, wenn ihr da gerne mitmachen wollt, nur zu. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Gehen wir. Oh, jetzt ist sie allerdings schon wieder weg. Aber wir können das ja auch gleich nachher nochmal ansprechen und dann auch wirklich so machen. Oh, die Untoten, sie nerven uns bis zuletzt. Werden sie wahrscheinlich auch noch tun, nachdem Seitan längst besiegt ist. Ja, schön, schön. So, jetzt aber. Kate, komm. Ich möchte hier jetzt weitergehen. Danke. Ah, jetzt gibt es noch ein Dialog. Na gut, ist das eben so? Wir haben uns schon umgesehen. Und ein Spaziergang ist es nicht. Ja, das wäre auch nicht zu erwarten gewesen. Mit wird es ein harter Kampf. Eure Absicht ist wie immer gut, Silvari. Aber rechnen müsst ihr noch üben. Soja! Ihr kommt uns helfen? Meint ihr, ich lasse euch ohne ein echtes Genie gegen einen Altdrachen kämpfen? Soja, ich muss euch etwas sagen. Ja, ja, leicht selbstbewusst, diese Soja. Ihr fühlt euch schuldig gegen Schnaufs Tod. Ich selbst gab euch viele Jahre die Schuld. Aber würdet ihr ohne meine Hilfe jetzt scheitern, fühlte ich mich schuldig. Snuff hätte gewollt, dass ich hier bin. Schön. Ich... Schön herrscht hier doch noch Einsicht. Was wolltet ihr sagen, Kate? Wenn auch nicht unseretwegen... Ara war einst die Stadt der Menschengötter. Auch als sie diese Ebene verließen, blieb sie ein goldener, schöner Ort. Tja, bis Seitan kam. Bis die Torheit der Menschen sie untergehen ließ. Ja, stimmt. Und der Krieg gegen die Char war davor ja auch noch. Der Fluch der Ohr sinken ließ ins Wasser, ins Meer. Doch, es kam noch schlimmer. Boah, Gänsehaut. Der Altdrache erwachte, hob Orr aus seiner Wellengruft empor und Horden untoter Diener entströmten den Trümmern. Von den ganzen Leichen, die da noch übrig geblieben sind vom Krieg. Seitdem regieren dort Seitans Diener. Wir müssen sie besiegen, bevor wir uns dem Altdrachen stellen. Puh, schön, schön. Nicht schön, wir aber ja, ihr wisst schon, was ich meine, denke ich mal. Mission gelingen soll. Wir brauchen genug Energiekerne, um das Ding kampfbereit zu machen. Okay. Wenn Tyria Hoffnung haben soll, müssen wir beenden, was wir begonnen haben. Wir müssen Seitan vernichten. Dann werden wir das mal angehen. Und mit eurer Hilfe werden wir das tun. Eine Sache noch. Wir müssen euch dafür danken, dass ihr uns wieder zusammengebracht habt. Ja, bitte. Ich wüsste nicht, was ich dabei getan hätte. Ja, genau. Ihr habt uns geführt. Mit Wort und Tat. Kann man schon so irgendwie sagen. Ohne euer Beispiel hätten sie... Wir uns nie wieder vereint. Ich wollte sie zwingen. Das war falsch. Ihr habt uns erneuert. Legen wir jetzt los oder quasseln wir Seitan einfach zu Tode? Ist ja schon gut, ist ja schon gut. Ab in den Kampf, Soja hat da schon recht. So, dann gehen wir mal los. Wie gesagt, schade haben wir die Verliesinstanzen nicht gespielt. Vor dieser Instanz hier, aber das ist jetzt nun mal so. Grämen wir uns darüber nicht, freuen wir uns lieber auf die Instanz, die ich aber leider wieder splitten werde müssen. Ja, das wird schon eine Weile dauern, glaube ich, hier. Auch wenn es jetzt solo scheinbar doch ein wenig einfacher zu sein scheint. Wir haben hier nämlich nur normale Gegner. Normalerweise sind das Elite, die hier rumrennen. Also ist das wirklich schon ans Solo-Dasein angepasst. Dürfte also relativ locker zu erledigen sein, hoffe ich mal. Ja gut, ich will ja schon ein wenig Herausforderung, keine Frage. Aber ich möchte es auch in einer relativ schnelleren Zeit erledigt haben. So, wie geht denn das hier jetzt alleine? Ah, okay, man muss das Rätsel einfach nicht machen, indem sich zwei Personen hinstellen, sondern es reicht auch nur eine. Okay, ziemlich einfach gelöst, aber gut.
Schön, geht's also weiter. Wir müssen Energiekerne besorgen, um Energie zu generieren. Für unsere Packschiffe, glaube ich. Und da ist auch schon ein erster Boss, den wir bezwingen müssen. Ich habe keine Ahnung mehr, was der genau konnte. Er ist auf alle Fälle ein Champion. Dürfte aber auch relativ wenig aushalten, wahrscheinlich. Oh, aber Schaden macht er auf jeden Fall. Ziehen wir uns mal fürs Erste ein wenig zurück und gehen auf Fernkampf. Wir haben ja die ganze Klinge des Schicksals dabei, die uns hier hilft, den Gegnern Herr zu werden. Dürfte also schon irgendwie zu schaffen sein. Der ist aber übel drauf. Ziehen wir uns mal wieder zurück. Jetzt kann ich gerade nicht auf die Fernkampfwaffe wechseln. Aber das geht schon, das passt schon. Das wird schon irgendwie werden. Wir können uns auch schon wieder heilen. Wunderbar, sehr gut. Noch ein paar letzte Angriffe und das ist erledigt. Sehr gut. Holen wir den Energiekern. Ich bin unterwegs, ich bin unterwegs. Ich habe ihn, ich habe ihn. Wir können zurückgehen. Wo müssen wir denn jetzt genau hin? Ah, es ist auf alle Fälle nicht mehr die Mitte. Wir müssen noch woanders hin. Wahrscheinlich zum. Ah, wir müssen einen zweiten Energiekern finden. Alles klar. Ich hoffe, ich bin jetzt hier richtig unterwegs, aber das sieht schon gut aus. Und ich muss dann auch gucken, wo ich halt den Break setzen kann. Dann werden wir mal gucken. Vielleicht schaffen wir es in der nächsten Folge bereits. Das kann sein. Oder sonst nehme ich halt noch eine vierte. Oder zur Not auch noch eine fünfte Folge auf heute. Ich habe mir extra etwas Zeit gegeben, etwas früher aufgenommen, damit ich, wenn es wirklich länger dauert, in Schwierigkeiten komme, in Zeitnot. Das wäre natürlich auch nicht schön. So. Aber die Gegner wirklich nicht so schwer, wie ich es befürchtet hatte. Nicht schwerer als in den üblichen Story-Instanzen, aber das finde ich ganz fair so. Denn gerade die Verliese sind halt nicht mehr so beliebt, weil sie nicht mehr wirklich viel Geld bringen, weil die Marken nur noch für bestimmte Sachen wichtig sind und nicht mehr der Allgemeinheit großartig dienen. Muss man halt häufig wirklich lange suchen, bis man auch nur für eine Verliesinstanz irgendwen findet. Selbst mit den Mega-Servern und den verschiedenen Spielern. Aber gut, so habe ich das eigentlich ganz. Finde ich eigentlich das ganz fair, dass man das hier auch solo erledigen kann, wenn man schon die ganze vorherige Geschichte auch alleine erledigen konnte. Und es wäre ganz nett, Leute, wenn ihr mir hier ein wenig helfen würdet. Ich sehe gerade auch, die Raupen kommen immer wieder, sprich, ich muss erstmal mich auf die Säulen hier konzentrieren und nicht die Raupen töten. Eine der Säulen ist ja zumindest jetzt schon wieder erledigt. Können wir mal hier weiter auf die zweite hacken. Ah, und die Raupen kommen ja scheinbar auch von alleine zu mir. Sprich, die sterben so unterwegs. Und jetzt, wo die anderen NPCs auch noch mit draufhauen, dürfte das nicht so ein Problem werden. Sehr schön, sehr schön. Es scheint zu laufen, es scheint zu laufen. Ich bin gerade richtig begeistert, wie gut das funktioniert. Da hat man sich bei der Schwierigkeitsanpassung schon ein bisschen was überlegt, so wie es aussieht. Schön, kann weitergehen. Mal gucken, was uns jetzt erwartet. Ein weiterer Boss. Okay. Ein untoter Riese, wie es scheint. Oh, na klasse. Er hat mich gleich mal gefesselt. Nicht nett, nicht nett, Herr Riese. Es ist auch wieder ein Champion, also Obacht. Gerade vor solchen Sachen, wie die jetzt kommen. Schwere Angriffe sind bei dem Kerl nicht gerade Stein ist zu geduldig, empfehlen. Doch mich dürfte ja, und er beschwört scheinbar auch Raupen. Oder was war das genau? Ich weiß es nicht genau, ob er es beschworen hat oder ob sie einfach so dazu gekommen ist. Oh nein, Kahn ist bereits gestorben. Oder zumindest besiegt worden vorerst. Wir müssen ihn dann wiederbeleben. Der hat aber einiges mehr drauf als sein Vorgänger, das Gespenst, das wir da noch hatten. Oh nein, warum habe ich jetzt die Waffe gewechselt? Das wollte ich doch eigentlich nicht. Ich wollte die Form wechseln. Nein, nicht dran ziehen, nicht dran ziehen. Autsch! Was war das denn jetzt? Von wegen einfach. Gar nichts ist hier einfach. Na schön, jetzt haben wir ein Problem. Ein leichtes Problemchen. Die ganzen NPCs sind nämlich schon tot. Ich werde mich hier mal auf einen Fernkampfkiten einlassen müssen und hoffen, dass irgendwie das Ganze funktioniert. Ridlock ist zumindest noch bei uns, warum auch immer er jetzt das plötzlich wieder ist. Aber gut, aber gut.
mal hoffen, dass wir das hier noch schaffen, dass wir den Riesen noch alleine mit Ridlock besiegen können. Ja, wir können uns zumindest wieder schön hochheilen. Ja, dann müsste das schon irgendwie klappen, hoffe ich. Da haben wir doch schon viel Schwereres überstanden. Ich bitte euch. So, gleich mal wieder die Haltung wechseln. So verhindern wir ja auch, dass wir weiterhin gefesselt sind, weil wir da den Zustand entfernen können. Ich glaube, Ridlock ist inzwischen auch gefallen. Nein, da ist noch, wer ist das? Keith war das. Okay, aber jetzt sind alle wieder lebendig, weil wir den Riesen besiegen konnten. Das war aber eine ganz schön knappe Sache. Ich habe das hier schon wohl jetzt doch ein wenig unterschätzt. Das kann durchaus schwieriger werden, als ich jetzt gedacht hatte. Also aufgepasst, auf jeden Fall aufgepasst. Wir müssen auch noch einen dritten dieser Energiekerne finden, bevor wir weitermachen können. Gucken wir, dass wir das auch noch in der Folge schaffen. Dann müssen wir weiter nach Ara eindringen, so wie es scheint. Ja, und wir haben wieder alle unsere Gefährten bei uns. Ja, ich glaube, bei diesem Boss waren die Giftfelder einfach eine große Schwierigkeit. Da sind die ganzen NPCs natürlich drin stehen geblieben und dementsprechend ist uns dann der Schaden ein wenig abgekommen. Aber gut, aber gut. Gucken wir mal, was uns noch so erwartet hier in dieser verfallenen, wirklich toten Stadt. Oh, eine weitere Tür. Okay. Auge von Ohr. Da war irgendwas. Da musste man auf irgendwas sehr Acht geben. Ich weiß allerdings nicht mehr. Ich glaube, man durfte einfach nicht im Nahkampf an diese Augen ran. Das war der ganze Trick dabei. Und wir müssen natürlich auch den Feldern hier ausweichen, die in diesem Gang sind. Aber das dürfte sich eigentlich von selber erklären, denke ich mal. So, da kann ich dann einfach gleich durchrollen. Das müsste reichen. Und hopp. Nö, hat's nicht. Aber gut, es macht uns nur ein wenig Schaden. Es tötet uns nicht gleich. Also ist das nicht so ein Problem. Wir müssen einfach nur die Augen, denke ich, rechtzeitig erledigen. Dann müsste das hier schon klappen. So, weiter geht's. Upp. Da habe ich wieder einen der Kreise gestreift. So. Und, ach so, da vorne hin. Okay. Oh, und da ist ein auferstandener Ritter. Ich bleibe auch erstmal wieder im Fernkampf. Ich bin jetzt da ein wenig eingeschüchtert, muss ich zugeben. Jawohl, genau diesen Angriff sollte man unbedingt ausweichen. Das ist uns jetzt zum Glück gelungen. Oh, nicht mehr angreifen, er blockt. Da verursacht er Brennen und auch das ist nicht sehr angenehm. So, ich spring gleich mal mit dem Feld hier rein. Oh, er kommt allerdings auf mich zu. Scheint mich gar nicht zu mögen. Oh, Leute, geht doch mal aus den Feuerfeldern raus. Echt jetzt. Das ist nicht gerade förderlich hier, um das Ganze zu bewältigen. Na los, komm schon, geht rauf. Elender kleiner Vogel. Oder Fledermaus oder was du auch immer darstellen sollst. Na, jetzt kann ich mal die Zeit nutzen und mit einem Feld reinspringen. Hey, das macht ihm sogar Schaden. Sehr schön. Felder machen offenbar auch bei Blocken weiterhin Schaden. Oder mein Angriff da kann nicht geblockt werden. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Das kann natürlich auch sein. So. Oh, oh. Nein, nein, nein. Nix da. So nicht, mein Bester. So lasse ich mich nicht linken. Haha. Daneben. Oder ausgewichen, besser gesagt. Ja, der Hammer da auch wieder wirklich etwas sehr Nützliches. Gerade wenn man von Gegnern gefokust wird, ist der sehr praktisch, um ein bisschen zu kiten. Haut doch nicht auf ihn drauf, während er blockt. Da bringt ihr euch doch nur selber um. Logan, du Pfeife. Na gut, na gut. Der Boss ist ebenfalls besiegt. Wir können den Energiekern an uns nehmen, den dritten. Und wie gerade er so schön gesagt hat, dürfte das Luftschiff damit einsatzfähig werden können, wenn wir den dann einsetzen. Sehr schön. Gehen wir also zurück und gucken mal, was jetzt noch so zu tun bleibt. Erstmal heißt es ja nur, ins Lager zurückzukehren. Jetzt muss ich gerade kurz gucken. Müssen wir weiterhin... Nö, wir sind ja schon aus dem Gang raus. Offenbar haben sich die Felder aufgelöst. Na gut, na gut. Soll mir recht sein, soll mir recht sein. Dann gehen wir mal zurück und fliegen los. Oder warte ich noch? Ich weiß jetzt nicht, ob ich die Folge unterbrechen soll an der Stelle. Installiert sie und wir können abfliegen. Captain, Untote gesichtet. Ah, okay. Okay. Verdammt. Haltet sie fern, bis wir hier fertig sind. Wir müssen wohl doch einfach schon aufbrechen. Wir fliegen auf.
weil wir sonst keine Chance mehr bekommen, abzufliegen. Moment, die Winde ist kaputt. Es geht nicht. Verdammt. Aha. Wir sitzen fest. Jemand muss hier bleiben und das Luftschiff losmachen. Oh. Ich tu das. Wirklich, nein, Logan? Logan? Wir dürfen uns nicht trennen. Diesmal nicht. Vor langer Zeit ließ ich euch im Stich und ihr musstet kämpfen. Jetzt müsst ihr mich zurücklassen, um den Kampf weiterzuführen. Ihr müsst das nicht tun. Doch, ich muss. Für euch alle. Und für mich selbst. Na gut. Gut. Dein Entscheid. Aber wenn ihr euch töten lasst, hetze ich euch bis in den Nebel. Ja, könnte man so sagen. Na gut. Führt also Logan den Gegenangriff gegen die Untoten und wir versuchen in der Zeit zu entkommen. Da versucht er die Leine zu lösen und es ist ihm gelungen. Oh, da kommen auch schon die Abscheulichkeiten, die er bekämpfen muss. Aber wir verlieren ihn aus der Sicht. Wir müssen losfliegen und uns weiter Seitan stellen. Seitans Dienern, besser gesagt, erstmal. Seitan selber haben wir ja immer noch nicht zu Gesicht bekommen. Für uns alle. So, okay, sind wir also jetzt im Luftschiff. Und liebe Leute, ich würde sagen, wir machen auch an der Stelle einen Break. Ja, das bietet sich hier, denke ich, an. Hier ist eine kleine Pause. Da unten könnte ich auch reparieren, wäre ich in der Zeit mal einmal gestorben. Bin ich zum Glück nicht. Also denke ich mal, hier ist ein guter Punkt, um die Folge zu unterbrechen und bei der nächsten dann weiterzumachen. Ja, die Klinge des Schicksals drängt auch schon weiterzumachen. Ich beeile mich also und werde dann gleich in der nächsten Folge fortfahren. Gut, liebe Leute, dann würde ich mal sagen, wir sehen uns das nächste Mal. Habt noch einen schönen Tag und bis dann.